Viola arvensis, das Acker-Stiefmütterchen, kann ab April, aber auch noch bis in den Oktober hin blühen. Und ihr kennt das schon von mir, gerade für diese schwachen Geschöpfe habe ich einfach ein Herz, denn sie werden übersehen, unterschätzt und oft als Unkraut beschimpft. Dabei gibt es das doch gar nicht. Ihr werdet euch jetzt vielleicht auch fragen, Moment mal, Viola, das sind doch die Veilchen und das hier ist doch ein Stiefmütterchen. Tja, bei diesen beiden handelt es sich um verschiedene Sektionen innerhalb der Familie der Veilchengewächse und der Gattung der Veilchen. Ein ganz spannendes Merkmal sind die nach oben gerichteten seitlichen Kronblätter bei den Stiefmütterchen und die nach unten gerichteten bei den Veilchen im engeren Sinne. Auch die Blattformen sind deutlich unterschiedlich. Ja, und das Arvensis, das stammt vom Lateinischen für Acker, was den Lebensraumschwerpunkt meint. Die Blüten der Pflanze sind recht klein und hellgelb bis cremefarbig. Von den 5 Kronblättern ist das untere vergrößert. Der Schlund ist oftmals so ein bisschen trichterförmig und weist eine dunklere Zeichnung auf. Die grünen spitzen Kelchblätter sind oft länger als die Kronblätter. Am Kelch finden sich kurze Anhängsel, die nicht länger sind als der kahle Sporn. Manchmal haben die beiden oberen Kronblätter noch einen lila Touch und ähneln damit Viola tricolor, dem wilden Stiefmütterchen. Diese Pflanze ist aber eben tricolor, also dreifarbig. Bei ihr ist das Lila auch deutlich kräftiger, die Blüten sind deutlich größer und die Kelchblätter sind deutlich kürzer als die Kronblätter. Die Pflanze bedient sich meist der Insektenbestäubung. Bestäubende Bienen werden mit Nektar belohnt. Die gestielten Blätter sind ziemlich auffällig. Die Laubblätter an sich sind eher schmal und am Ende eiförmig. Rechts und links finden sich je Blatt meist 5 Kerben. Die Pflanze bildet außerdem Nebenblätter aus, die hier sogar recht groß ausfallen und oft fiederschnittig sind und am Ende dann wieder eiförmig. Als Frucht entwickelt sich eine Kapsel. Die Samen werden durch Selbst- oder Tierausbreitung verstreut. Diese Art ist der Lebensform der Therophyten zugeordnet. Diese blühen und fruchten innerhalb einer Vegetationsperiode und nur einmal. Sie sterben dann also ab und überdauern die ungünstige Jahreszeit nur als Samen. Wenn die Bedingungen stimmen und entsprechend der Fruchtfolge auf dem Acker, blühen sie dann eben auch noch mehrmals im Jahr und das kann dann auch schon mal der Oktober sein. Die Pflanze ist, wenn überhaupt, des Öfteren an der Basis nur locker behaart. Der Gehalt an Saponinen, Schleimstoffen und Salicylsäure findet Verwendung gegen Husten, Halsschmerzen, Hauterkrankungen und Kopfschmerzen. Das Acker-Stiefmütterchen ist in Deutschland heimisch. Es kommt in rund 98% der TK25-Blattschnitte vor und gilt auf nationaler Ebene wie auch in allen Bundesländern als ungefährdet und ist nicht besonders geschützt. Bei Viola tricolor ist das ebenso, allerdings kommt sie nur in rund 57% der Blattschnitte vor. Standortlich wundern beim Acker-Stiefmütterchen weder die Zeigerwerte noch die pflanzensoziologische Zuordnung, denn das Spektrum dieser Pflanze ist so breit, dass es sich bei fast allen entscheidenden Standortfaktoren indifferent verhält. Als Ruderalstratege kann man aber natürlich auch nicht pingelig sein, da nimmt man den offenen Boden, den man kriegen kann. Gerne also gestörte Standorte und dafür sind natürlich gerade die Ackergesellschaften prädestiniert, in denen sie dann auch Klassen- und Ordnungscharakter attestieren.